Ja, guten Morgen. Ja, ich weiß nicht, wann ihr Video gucken werdet. Bei mir ist es morgens um 7 Uhr in Berlin. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Hässlich und Ungefiltert. Bevor wir richtig loslegen, hier eine kleine Erklärung, wieso, weshalb, warum. Ich werde das jetzt so machen, dadurch, dass man das hier überall so wunderbar machen kann, das Handy zücken und dann einfach loslegen. Hässlich und Ungefiltert wird jetzt so sein. Ich werde mir ein Thema aussuchen. Ja, das kann total banal sein. Heute wird es Fließbänder sein. Ihr kennt diese Einkaufsfließbänder, wo ihr euren ganzen Einkauf rumpackt. Da werde ich einfach mal ein paar Takte zu erzählen. Und wenn ihr Themen habt, ja, bloß nicht Politik, dann haut es mal in die Kommentare, wenn ich was dazu erzählen kann, werde ich was dazu erzählen. Ja, das kann lustig sein, das kann ernst sein, das kann emotional sein. Ja, da lasse ich mich völlig frei aus. Und dann kann ich einfach mein Handy zücken, wenn ich mal irgendwo unterwegs bin, so wie heute in Berlin. Und dann kann ich da entspannt ein Video zu machen. Ja, bin sehr gespannt. Ihr seht, Fließbänder sind nun auch nicht so das Standardthema, aber ich habe da einfach Bock drüber zu erzählen. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst ihr ein kostenloses Abo und ein Like da. Würde mich natürlich mega freuen und vor allem unterstützen, den Kanal unterstützen. Wir stehen kurz vor 2000 Abonnenten. Das ist viel mehr, als ich jemals erwartet hätte, dass die Leute auch diese Videos angucken. Ist überhaupt ein Wunder. Aber ja, ja wie ihr seht, ich bin hier gerade, ja, in der Nähe meines Wohnortes in Berlin. Hier gibt es einen kleinen Wald. Hammer schön. Oh, ich merke gerade. Doppelkinn. Dass ich mir hätte vielleicht doch lieber irgendein Stativ mitnehmen müssen. Das wird jetzt doch ein bisschen anstrengend. Ich hoffe auch, dass es nicht so windig ist. Weil ich habe jetzt kein Mikrofon am Handy dran, sondern nutze das interne. Egal. Fließbänder. Ha? Ihr kennt sie alle. Lidl, Kaufland, Aldi. Jeder hat sowas. Die einen haben so kürzere, die anderen haben ein bisschen längere. Und was mich so richtig schön aufregt, muss ich mal loswerden. Kennt ihr diese Leute? Oh, ich muss mal kurz meine Hand wechseln. Ich weiß ja nicht, wo das Mikrofon ist. Egal. Ja, besser. Schön. Wahrscheinlich hätte ich jetzt das Mikrofon zu. Kennt ihr diese... Oh, jetzt sehe ich da meinen dicken Finger. Egal, kannst du was halten. Kennt ihr diese Leute? Ja, du gehst einkaufen, ganz entspannt. Natürlich ohne Wagen, weil du denkst, ey, ich brauche ja bloß 2, 3 Produkte. Und dann... Ja, wird es dann doch mehr, holst du dir so einen Milchkarton, schmeißt da alle drin und die Kacke wird halt auch gefühlt irgendwie nicht leichter, ne? Und ey, ich muss doch so machen, das ist ja anstrengend. Und dann packst du da alle drin, ja, die Kacke ist übelst schwer und die ist zum Fließband. So, oder zum Verkaufsband, ich habe keine Ahnung, wie man sowas nennt. Und dann stehst du da, ja, und vor dir ist Person A und Person A steht halt da, ne? Das Fließband ist gefühlt 2 Meter lang, also gefühlt endlos. Und der wartet, bis das komplette Fließband leer ist. Und dann fängt er an, nicht vorne zu machen. Nö, der ist einfach der festen Überzeugung, er muss komplett von hinten anfangen, damit ich, kleiner Penner, die ganze Zeit noch stehen kann. Weißt du, dann packt der nicht so schnell aus, wo du echt denkst, so, Alter, mega krass. Nee, er packt den Zeitlupe aus. Dann wird die so, zack, du siehst dann, er packt den Apfelruf, bevor die Banane aufpackt. Ja, dann ist A schon längst vorne bei der Kassiererin. Die Kassiererin zieht auch schon in sich wie 10 Tage Regenwetter. Oh, ich hasse sowas, weißt du, dann stehst du dahinter so, bist du voll am Abkotzen, so, ja, was soll die Scheiße, warum machst du das jetzt? Das muss doch nicht sein, ja, oh, das regt mich so richtig auf, weißt du, und dann ist der fertig, dann ist der immer fertig geworden, so nach 5 Minuten, hinter dir bildet sich schon eine Schlange bis Mordor, ja, wo du echt denkst so, Alter, das kann nicht wahr sein, oh, Alter, ich merke richtig, wie anstrengend das ist auf Dauer. Und das ist so zum Kotzen, ja, das ist so zum Kotzen. Und dann packt er mit einer Affengeschwindigkeit ein. Und ja, bevor hier Leute sagen, ja, das sind alte Leute, nee, das sind auch junge Leute, ne? Also richtig so die super entspannten Leute aus Prenzlauer Berg, ja, die hier, die wirklich vor der Szene führte, wo ich denke so, boah, krass, Mann, Alter, ich lass mir richtig Zeit, Digga. Alter, ich hab Digga gesagt, fuck, Mann, Alter, wollte ich gar nicht. Ja, das sind so Sachen, wo ich immer sage, boah, das regt mich so auf. Ja, aber die Leute, die am Fließband stehen, die packen schon alles aus und dann fällt dir ein, ja, ich brauche noch eine Wassermelone von 10 Kilo, weil das ist mir jetzt schlagartig eingefallen. So, boah, Alter, musste das echt sein. Fällt dir das beim Fließband ein? Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das Ding eigentlich? Ja, Fließband, ich sag, Fließband dabei ist, naja, es fließt ja. Also es ist gar nicht so unverkehrt, also so unverkehrt. Ja, ihr merkt, so richtig, Doppelkinn.
So richtig mega vorbereitet bin ich nicht, aber es soll ja auch spontan sein. Und das ist halt ungefiltert, ne? Ich labere einfach drauf los. Und ich bin auch sehr gespannt, was für Themen da von euch kommen. Aber kennt ihr das mit diesen Fließbändern? Hundertprozentig, hundertprozentig. Oder ich liebe ja auch die, die Verkäuferin, ja, die dann schon fröhlich abkassieren. Also du, die haben ja meistens nach dem Fließband ist ja immer, da ist ja nicht viel, ne? Ich glaube, Lidl oder sowas, da hast du einen halben Quadratzentimeter, wo du den ganze Ware schnell in den Einkaufswagen machen musst und dann nur schnell weg. Ja. Und dann liebe ich das, wenn die Verkäuferin, du hast schon so, da steht noch alles, ja, da steht dein 5 Kilo Nutella-Glas, ja, dein 10 Kilo Senfeimer. Und dann kassieren die, dann scannen die einfach schon weiter ein. Ich weiß, die haben Zeitdruck, ja, nur front an hier unsere tollen Verkäuferin. Aber da stehst du dann echt da, Alter, ich bin noch nicht mal fertig, ja. Dann packst du aus Versehen da, wie ich, keine Ahnung, die 5 Kilo Erdnüsse da von den Nachbarn schon ein, der da hinter dir steht. Oh, ey, sowas regt mich auf. Und auch toll, was auch richtig toll ist, ja, wenn dann sich eine Riesenschlange bildet, hat das eigentlich mit dem Thema Fließband nicht mehr so wirklich viel zu tun. Aber wenn sich eine Riesenschlange gebildet hat, ja, und ich weiß nicht mehr, welcher Supermarkt das hat, da hat irgendein Supermarkt so eine Klingel zu hängen für eine weitere Kasse. Ja, da hast du so einen Spezialisten, der sofort hinrennt, er ist der Dritte. Er ist der Dritte in der Schlange. Und der festen Überzeugung, er muss jetzt einfach den Knopf drücken, um die Leute im Supermarkt ein bisschen zu triggern. Und dann drückt der da rauf, als hätte der irgendeine heiße Lieferung, weißt du, so eine heiße Pizza für jemanden, die unbedingt schnell zum Empfänger muss. Ey, wirklich, da hast du manchmal so Dinger. Alter, ich merke richtig, ja, das tut richtig weh mit der Zeit, egal. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, so, boah, weißt du, einfach mal so entspannte Leute, die einfach alle schön gemütlich raufpacken. So, dann hier diesen Einkaufstrenner da reinpacken, damit du einfach direkt hinterher loslegen kannst. Ich habe gedacht, da vorne wäre ein Hund, das ist einfach nur ein Baumstamm. Aber, ja, sowas, weißt du, aber meistens hast du immer irgendwelche Dödelköppe da drinnen. Oh, am geilsten ist ja Kaufland, ne? Ich weiß nicht, wie bei euch ist, aber wir haben, Kaufland ist halt ziemlich groß. Also richtig groß. Und ich habe vorhin das mit der 15 Kilo Melone erzählt. Ich liebe es ja, wenn Leute dann sagen, oh, ich brauche noch fünf Scheiben Käse. Und dann rennen die durch diesen kompletten Kaufland, weil die Käseabteilung natürlich komplett am Ende ist, ja. Und da stehst du dann echt da, Alter. Und du stehst natürlich in dieser Schlange, ne? Bist Zweiter. Ich habe auch noch das Gefühl grundsätzlich, wenn du jetzt nichts da dran bist, bist du immer der Arsch, oder? Weil du stellst dich immer an die Kasse an. Oder echt denkst, oh, da sind ja nur zwei Leute. Kann ja gar nicht so lange dauern, ne? Ja, und dann stehst du da, ne? Die längste Schlange mit 500 Menschen, die aus Mordor gerade eingewandert sind, ja, die sind schon längst durch. Ja, während du vor dir nur zwei Leute hast. Aber, ja, dann dauert das, ne? Der eine hat die Karte vergessen, der andere packt sein ganz komplettes Kleingeld aus. Ja, und nochmal hier, das sind nicht immer nur die alten Leute, ne? Es sind auch junge Leute, die so handeln. Also ich zahle grundsätzlich immer mit Karte. Ja? Ich fahre Schwein, ich habe fast nie Bargeld dabei. Was die meisten von meinen Leuten auch wissen. Ich sage dann immer, ja, ich habe kein Bargeld bei. So, nicht wegen Schnorren, sondern ich muss halt noch Geld abholen. Ich vergesse es halt immer. Aber ich habe mir jetzt angewöhnt, immer ein bisschen Geld abzuholen, damit ich immer ein bisschen Bargeld in der Tasche habe. Und ja, das macht sich dann halt auch einfach besser, ne? Oh, mein lieber Scholli, ey. Also nächstes Mal merke dir, Gunnar, ja, jetzt müsst ihr damit leben, dass ich hier einen dicken Wurschfinger habe, aber so geht's eigentlich. Ey, vor allem, ich laber, ich habe gar keine Ahnung, wie die Audio ist. Ja, ich wollte mir noch irgendwie ein externes Mikrofon holen oder irgendwas. Das Problem ist, ich weiß halt immer nicht alles, was kompatibel mit meinem Oppo ist. Ich liebe dieses Handy, also die Qualität ist mal wirklich mega Bombe. Ja, heute mal schöne Feuerschwänzchen, Feuerschwanz-T-Shirt an. Vor allem, ich glaube, ich muss da hingucken, ne? Das sieht eigentlich ganz gut aus, aber egal. Ja. Aber ey, so ein Morgenspaziergang in Berlin ist schon eine geile Sache. Leute, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Vor allem, wenn ihr auch so eine geile Geschichte habt, haut es mal in die Kommentare, würde mich mega interessieren. Wie gesagt, lasst ein kostenloses Abo und ein Like da. Würde mich auf jeden Fall immer pushen, den Kanal immer ein bisschen pushen. Also nicht pushen im Sinne von pinkeln, sondern nach vorantreiben. Mir ist auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Wie gesagt, da wird in Zukunft bestimmt auch öfter mal was kommen. Vielleicht eure Themen, vielleicht was mich noch so beschäftigt. Es kann alles möglich auf der Welt sein. Wie gesagt, wenn ihr Themen vorschlagt, ist völlig egal. Das Thema kann völlig banal sein. Das kann eine Meinung über einen Film sein, über einen Schauspieler, über irgendwelche
Person im öffentlichen Dienst oder irgendwas. Also seid da kreativ, ja. Und da bin ich einfach gespannt. Hauptsache unpolitisch, ja, muss ja nicht sein. Ja, mir hat es mega Spaß gemacht. Das war hässlich und ungefiltert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Hier kommt der dicke Wurst hier.